Ja, die Aralbarbe soll hier laufen und wir testen das natürlich direkt mal, ob das auch richtig gut lüppt und was hier noch alles so reingeht. Ja, gerade nochmal wieder rausgeschmissen und ein bisschen probiert hier auf die Köderkombi und da geht er auch schon rein, der erste kleine Stör. Gar nicht schlecht, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Komm ran hier. Der erste kleine russische Stör. Super, einfach schön auf Boilie-Kombination. Da schmeckt das doch ganz besonders. Und dann wieder locker raus hier auf 20 Meter ungefähr. Und gib ihm. So, zapp, wieder auf Spannung. Und ja, dann gehen wir jetzt einfach mal in die zweite Tageshälfte rein, in die Nacht und bis in die Morgenstunden. Und ich bin gespannt, was noch weiter reingeht und wie das denn dann hier noch weiter funktioniert. Ich hatte vorhin schon mal ein wenig ausprobiert und da waren dann schon die ersten Brocken dabei, die ersten Barben, aber eben auch hier schon die ersten paar Beifänge, natürlich auch relativ kleine Beifänge. Das ist höchstwahrscheinlich auch den ziemlich kleinen Boilies geschuldet. Und wir gucken gerade nochmal eben rein. So, genau, D-Boy hatte hier geschrieben, sogar mit 12er Boilies war er unterwegs. Und hatte hier an der Stelle dann auch seine Aralbarben-Trophy abgehakt. Endlich die Aralbarben-Trophy. Das wäre natürlich auch mega gut für mich. Eine weitere Trophäe, die ich bisher noch nicht hatte. Also schön jetzt hier an der Stelle testen und gucken, was hier geht. Ja, es geht langsam in Richtung Abendstunden und man merkt so ein bisschen mehr Frequenz. Gerade schon einen Scherk auch dran gehabt. Eine kleine Aralbarbe und weiter geht's. Wir stehen hier an dem schrottigen Auto. Da ist es. Ganz altbekannter Spot auch schon, der immer mal wieder ganz gut läuft. Wie gerade schon gesagt, auf 20 Meter Entfernung. Und ja, Futtermische sollte jetzt mittlerweile wirken. Und dann geht das jetzt auch so langsam hier los in die Nacht rein. Also, die ersten paar Brocken waren jetzt hier dabei. Ich bin gespannt, wie es jetzt gleich in der Nacht abgeht, ob jetzt hier noch mehr von den Aralbarben reingehen. Und natürlich, wie das dann größenmäßig ist, wenn ich doch mit so kleinen Boilies hier unterwegs bin. So, und raus damit. 5 Kilo. Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Gucken wir uns hier mal das Setup jetzt hier an. Also auf dem Setup einmal die etwas größere Variante mit Krabbe und Fischpellets und Muschel und Früchte. Das Ganze hier mit Muscheldip plus PVA natürlich auf einem 1er Haken. Gar nicht mal so riesig groß, sonst war ich auch häufig hier mit 1-0er Haken unterwegs. Hier vorne zuppelt es gerade direkt weiter. Gucken wir mal eben rein. Hier ist die Kombination mit 12er Boilie. Und der D-Boy hatte auf dem 12er Boilie, auf dieser Kombination, seine Trophy gefangen. Aber es wurden auch schon hier einige Aralbarben gefangen. Im Gewicht so um die 17 Kilo sogar. Und das wäre natürlich jetzt der absolute Oberhammer. Gucken wir mal, was hier geht. Also für die großen Brocken habe ich jetzt auch hier die große Kombination draußen. Und ich habe hier noch zweimal die kleinere. Ich glaube, einmal wechsle ich vielleicht noch. Vielleicht machen wir noch einmal hier tatsächlich auch mit einem 1-0er Haken und dann der größeren Köderkombination. So, komm mal raus hier. Ja, das wechselt natürlich hier gerade schön, aber auch die nehmen wir gerne mit, denn die bringen natürlich auch ganz gut Kohle. Ich gehe mal jetzt hier auf den 1-0er Haken. Dann nehmen wir hier die Fischboilies in 14. Ja, yep. Und dann nehmen wir hier die Muschel und Früchte in 16. Krabbemuschel juckt natürlich auch die ganze Zeit in den Fingern, ne? So, vielleicht mache ich da auch nochmal eine Kombi damit. Aber jetzt ziehen wir erstmal in der Köderkombination durch. Also, 1er Haken, 16er oder 14er, 16er Boilie. 1-0er Haken, 16er, 14er Boilie und 1er Haken,
da erwarte ich jetzt natürlich auch mit die größte Frequenz, weil kleinste Haken und kleinste Boilies, dass es da eben auch noch am meisten abgeht. Und im Großen und Ganzen ist es okay. Es ist kein Spot mit einer super hohen Frequenz. Es können immer mal wieder kleine Pausen entstehen. Aber das ist natürlich okay bei der Art von Fisch auch. Wenn da, wenn das Ding reingeht, dann im Idealfall eben auch in groß. Das macht halt schon immer Bock. Und kohlemäßig geht es dann eben auch richtig gut ab. Ich bin sehr gespannt, wie das aussieht, auch wettermäßig. Wir hatten das ja zuletzt auch schon ein paar Mal probiert, dass die Aralbarbe tendenziell vielleicht eher bei schlechterem Wetter reingeht. Wenn du da Erfahrung gemacht hast, gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben. Beißt die Aralbarbe bei dir eher so bei Regen und schlechtem Wetter oder doch eher bei recht gutem Wetter und warmen Temperaturen? Also kühl und Regen oder warm und trocken. Alter, jetzt geht's aber ab hier auf einmal. Links und rechts. Wir gehen erstmal auf die etwas kleinere hier. Und die hektischere, die ziehen wir dann gleich raus. Beides jetzt hier die etwas größere Kombi. Ja, und die Wildkarpfen sind am Spot. Kein Problem, nehmen wir auch alle mit. Was haben wir jetzt hier? Der hat noch ein bisschen besser, der hat noch ein bisschen mehr Bock. Na, vielleicht eine schöne Aral. Das sieht doch schon ganz gut aus. Komm ran hier. 6,9 Kilo. Auch richtig gut. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Zack. Und der nächste hier. Ja, so soll das auch sein. Also, im Großen und Ganzen, ich bin schon sehr zufrieden. Muss jetzt allerdings hier einfach auch noch mal länger ausharren und weiter rumprobieren. Heißt also, einfach mal das Ganze hier ein bisschen auf die lange Bank setzen. Na, das ist aber schon mal eine schön große hier. Oha. Und dann hoffen, dass dann auch irgendwann mal die Trophy reinrasselt. Was uns natürlich noch fehlt, ist eine passende Futtermische. Und die gucken wir uns jetzt eben an. Der Spot ist angefüttert mittlerweile. Ich habe natürlich die Futtermische abgemacht. Ich bin jetzt hier gerade, das war jetzt hier gerade auf diesem kleinen Set, auf der kleinen Kombi. Direkt wieder raus damit. Die größte bisher auf der kleinen Kombi. Und für die Futtermische gucken wir jetzt hier nochmal eben rein auf die größte Kombi mit 1-0er Haken. Nanu, da haben wir noch die Futtermische. Im Detail, also Rapssamen als Basis und sonst alles komplett auf Muschel. Muschel-Feed-Pellets, dann haben wir hier Muschel und Früchte einmal geschreddert. Und dann hier nochmal Krabbe mit drin. Krabbe und Muschelsoße. Mit dieser Krabben-Kombi liebäugle ich natürlich hier vielleicht auch nochmal Krabbe-Muschel-Soluble als Boilie oder als Pellet mit reinzumischen. Gucken wir mal irgendwas so in dem Bereich. Vielleicht hantiere ich hier einfach noch mit verschiedenen Ködern ein bisschen rum und teste hier weiter. Im Großen und Ganzen sieht das schon sehr gut aus. Wie gesagt, vorhin hatte ich ein bisschen getestet. Da war ein etwas besseres Wetter, also schlechtes Wetter. Und jetzt gerade nochmal reingeschaut hier und dann doch nochmal ausgiebig getestet. Aber naja, es ist halt komplett sonnig. Ne? Hier, der Bereich, der wird mich nochmal interessieren. Da bin ich sehr gespannt, ob wir dann hier bei den deutlich kühleren Temperaturen bewölkt, ob wir da dann nochmal richtig schön auf Barbe gehen können oder eben bei Starkregen. Also nicht nur dreimal Regenzeichen, sondern fünfmal, wo halt wirklich auch den Tag über viel Regen runterfällt und nicht nur so Schauer, so Kurzregen. Das ist, glaube ich, nicht ganz so ausschlaggebend. Aber wenn hier mal so eine richtige Kaltphase kommt, da bin ich echt sehr gespannt, was dann da noch geht mit der Aralbarbe und ob da dann vielleicht auch die Trophy reinrasselt. Ja, rein kohletechnisch muss ich mal gucken, dass ich das so ein bisschen auseinanderpflücke für die kurze Zeit jetzt hier. Knappe oder eine gute halbe Stunde jetzt. Ja, passt. Bin ich ganz zufrieden. Und jetzt einfach gleich nochmal weiter gucken und weiter testen. Teste du doch auch mal. Ich bin sehr gespannt, was da geht. Und wie gesagt, gerade mit dem Wetter wichtig einfach mal drauf achten. Wie sind die Temperaturen? Wie sind die Wetterverhältnisse? Wann ballert die Aralbarbe am besten rein? Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder meinem Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags, 19 Uhr. Bis dahin.